Ah ja, liebe Freunde, der einzige Akzent, den ich habe, ist eigentlich hessisch. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es, wie versprochen, ein Question and Answer Video für euch und natürlich die Auflösung von meinem 2000 Abonnenten Gewinnspiel. Ich habe mich total gefreut. Ich war auch ein bisschen geflasht, dass ihr mir so viele Fragen geschrieben habt und vor allem, dass ihr mir so viele liebe Glückwünsche geschrieben habt und dass ihr euch so mitfreut. Und das fand ich total süß und total schön. Und da habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Jetzt habe ich natürlich nicht erwartet, dass es so viele Fragen von euch werden. Ich habe gedacht, ja, easy, die kann ich locker in einem Video beantworten. Ich glaube, das wird nicht klappen. Deshalb dachte ich mir jetzt heute, es ist jetzt heute Donnerstag und ich mache das Video jetzt heute schon. Ihr seht es ja erst am Sonntag. Also seid bitte nicht traurig, wenn ich eure Fragen nicht beantworten kann. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich mache jetzt heute das normale Question and Answer Video. Und ihr habt mir natürlich wieder viele Fragen auch zu dem Abnehmthema gestellt. Ich weiß, dass euch das sehr interessiert und ich kriege sehr viele E-Mails auch dazu. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache nächste Woche für euch einfach ein Abnehmen Question and Answer und teile es so ein bisschen auf, dann kann ich euch da einfach die Fragen beantworten. Aber nichtsdestotrotz werde ich es nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten. Deshalb dachte ich mir, ich mache das Video jetzt heute. Ich muss ja auch doch das alles schneiden und so. Aber keine Sorge, das Gewinnspiel läuft natürlich bis Samstag, also am Sonntag, dann kurz bevor ich das Video hochlade, werde ich eine glückliche Gewinnerin aussuchen und die wird dann in der Infobox unten stehen. Also schaut da auf jeden Fall rein, ob ihr diese beiden süßen Schätzchen hier gewonnen habt von Makeup Revolution. Ich drücke euch die Daumen und wenn ihr die glückliche Gewinnerin seid, dann schreibt mir eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht in der Infobox. Schreibt mir eure Adresse und dann machen sich die zwei Schätzchen auf jeden Fall auf den Weg zu euch. Also wie gesagt, tut mir leid, dass ich nicht alles beantworten konnte. Das habe ich nicht erwartet, dass ihr so aktiv damit dabei seid und dass ihr so fleißig Fragen gestellt habt. Ich werde bestimmt in Zukunft noch mehr Question-and-Answer-Videos machen. Also ich hoffe, dass ich dann alle eure Fragen irgendwann beantworten kann. Aber jetzt will ich gar nicht großartig rumlabern. Video wird sowieso lang genug, wir fangen jetzt einfach mal an. So, let's go. Also, die liebe Steff vom Kanal Golightly hat gefragt, welche großen YouTuber schaust du am liebsten? Das haben mich sehr viele von euch gefragt. Also, top of the list, Jaclyn Hill. Ich liebe Jaclyn Hill. Nicht nur, dass sie unfassbar gut schminken kann, also ganz ehrlich, wenn ihr Make-up-mäßig irgendwas nicht wisst, wie es funktioniert, Jaclyn Hill hat die Antwort und ich liebe einfach auch ihre Persönlichkeit. Ich finde sie so lustig und so süß, also ich schaue sie total gerne. Dann schaue ich auch die englischen YouTuber sehr gerne, zum Beispiel Zoella, Sprinkle of Glitter, Tanya Burr, finde ich auch super, weil die einfach irgendwie so eine positive Art haben und es so fröhlich, das immer machen und ich schaue mir das total gerne an. Finde es total schön und von den deutschen YouTubern liebe ich sehr Chaco Wush. Ich weiß nicht, kennt ihr Chaco Wush? Wenn nicht, dann müsst ihr sie unbedingt kennenlernen. Ich finde sie großartig. Sie ist keine Beauty-Bloggerin im klassischen Sinne. Sie bloggt eigentlich über alles Mögliche, aber ich finde sie so unfassbar lustig und unterhaltsam und sie ist halt einfach so ehrlich, direkt in your face. Ich liebe sowas. Also, wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Die Silke C. fragt, sind deine Veneers konstant sehr stabil und kannst du damit in harte Lebensmittel beißen? Wie zum Beispiel einen Apfel. Ja, das kann ich. Also für alle, die es nicht wissen, ich habe hier vorne Veneers, das sind so Keramikverblendungen einfach auf den Zähnen. Wenn euch das interessiert, ich habe ein Video dazu gemacht, ich verlinke euch das in die Infobox, da erkläre ich das alles ganz genau. Aber ja, die sind stabil, also die sind verklebt permanent mit meinen eigenen Zähnen. Sie sind wie meine eigenen Zähne. Ich habe die, glaube ich, seit 6 Jahren jetzt oder sogar noch länger, ich weiß es gar nicht genau. Ich denke überhaupt nicht drüber nach, dass ich die habe. Also die werden hoffentlich im besten Fall mein Leben lang auch halten und die werden einfach verklebt und es ist wie ein normaler Zahn, also ich kann alles essen, ich merke im Alltag überhaupt nicht, dass ich die überhaupt habe. Dann schreibt die liebe Caroline Lara, welche Ziele hast du persönlich für dein weiteres Leben? Ja, welche Ziele habe ich für mein persönliches weiteres Leben? Ehrlich gesagt gar keine. Das klingt jetzt irgendwie total schlimm und unambitioniert, aber ich bin generell jemand, der sich da nicht so viel Gedanken drüber macht. Ich gehe einfach so mit dem Flow, wie es halt so läuft, was halt gerade so passiert. Privat habe ich eigentlich auch keine Ziele, da bin ich sehr glücklich, so wie es ist. Und beruflich, ich bin schon so lange, fast mein ganzes Leben lang irgendwie Freiberufler, selbstständig. Das kann man sowieso nicht so wirklich beeinflussen. Manchmal hat man viele Jobs, manchmal hat man keine Jobs. Es kommt, wie es kommt. Und die besten Sachen im Leben sind bis jetzt mir zumindest immer durch Zufall passiert. Also deshalb lasse ich das einfach auf mich zukommen.
Und wohin möchtest du gerne einmal reisen? Ja, ich würde total gerne mal nach Island reisen. Das interessiert mich total und da möchte ich schon lange mal hin und ich hoffe, dass es jetzt endlich bald mal klappt. Die Nella fragt: Könntest du dir vorstellen, auszuwandern? Und wenn ja, wo und warum genau dorthin? Oh ja, das könnte ich tatsächlich. Ich habe es euch ja schon mal gesagt, dass ich ein riesen Malta-Fan bin. Also mein Freund und ich, wir fahren seit Jahren schon jedes Jahr im Sommer ein paar Wochen nach Malta und ich kann euch gar nicht genau sagen, was es ist. Ich war vor Jahren das erste Mal da und habe mich einfach unsterblich in das Land verliebt. Ich finde es einfach wunderschön da. Ich finde die Leute einfach so toll. Ich finde alles toll. Wenn es sich ergeben würde, wenn ich einen Job hätte, wo ich ortsunabhängig wäre oder wie auch immer. Wenn mir jemand sagen würde, du könntest morgen nach Malta gehen, ich würde es tun. Sofort. Die Semra Jabas fragt, ich hoffe, dass ich eure Namen richtig ausspreche, also seid mir nicht böse, wenn nicht. Was sind deine Lieblingsfarben und Marken? Also Lieblingsfarben in dem Sinne habe ich jetzt nicht. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der farbenfrohe Typ hier heute auch wieder. Pff, total farbenfroh nicht. Also ich mag gern so Naturtöne, einfach irgendwie grau, beige, total unspektakulär. Ich trage auch gerne schwarz, ich weiß, es ist keine Farbe, aber so eine richtige Lieblingsfarbe habe ich jetzt eigentlich in dem Sinne nicht. Und meine Lieblingsmarken, ja, auch nicht spektakulär. Spektakuläres. Also ich kaufe echt am liebsten in diesen Standard-Shops ein, ihr H&M, Forever 21. Ich bestelle auch gern online bei ASOS oder bei Zalando. Also die ganz normalen Standard-Shops. Ich habe da jetzt nicht irgendeinen Favoriten. Ich gucke einfach immer, wo es was gibt, was mir gefällt. Also das ist mir eigentlich egal, welche Marke. Die nächste liebe Abonnentin werde ich mit Sicherheit falsch aussprechen. Das tut mir total leid. Tahani Mortada? Tahane Mortada? I'm sorry, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Tut mir sehr leid. Also, ich hoffe, dass du mir nicht böse bist, aber ich beantworte deine Frage natürlich trotzdem sehr gerne. Hat mir geschrieben, was ist dein Beruf und warum hast du mit YouTube angefangen? Und wen schaust du gerne auf YouTube? Das habe ich ja schon beantwortet. Ja, was ist mein Beruf? Das haben wir auch unglaublich viele von euch geschrieben. Also, das interessiert euch anscheinend sehr. Ja, ich habe es schon mal gesagt, ich arbeite in der Medienbranche. Mein Job in der Medienbranche ist ein bisschen schwer jetzt in drei Worten zu erklären, aber ich arbeite im Bereich Produktion, heißt Betreuung am Set, in der Regie sitzen, schauen, dass einfach Werbebreaks eingehalten werden, dass der Ablauf passt, organisatorische Sachen, eben alles, was in den Organisationsbereich am Set fällt, das mache ich jeden Tag. Ich kann und will nicht jetzt explizit darüber sprechen, über einzelne Sender, über einzelne Sendungen. Das ist mir ein bisschen zu heikel, weil ganz ehrlich, ich bin, wie gesagt, Freiberufler und ich arbeite einfach für denjenigen, der mich gerade bucht, der mir gerade einen Job gibt. Und ich möchte meine Arbeitgeber auch noch ein bisschen behalten. Und es ist natürlich immer ein bisschen heikel. Man muss auch vor jeder Produktion da Verträge unterschreiben, dass man da nichts ausplaudert, keine internen Sachen. Deshalb ist es ein bisschen gefährlich, dass ich da zu viel ausplaudere. Deshalb werde ich darüber leider nicht sprechen, welche Sendungen und irgendwelche Insider-Sachen. Also ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Das ist auch alles nichts Spektakuläres und nicht irgendwie, super spannend oder so. Überhaupt nicht. Aber es ist halt immer ein bisschen heikel, dass man da einfach, ne, nicht zu viel sagt. Also einfach Organisation, was beim Fernsehen halt so anfällt, ne? Die Heike Jakobi schreibt mir: Hättest du auch Schminktipps für ältere Semester, 50 plus? Das finde ich ist ja eine super tolle Frage, weil das finde ich auch auf jeden Fall immer interessant. Ja, was ist jetzt, wenn man älter wird? Es gibt so viele bei YouTube, die natürlich wunderschöne junge Mädchen sind und da ist es natürlich auch leicht, irgendwie sich zu schminken, wenn man irgendwie keine Falten hat und so, ja. Also ganz ehrlich, ich habe eine YouTuberin für dich, meine Liebe, die ich selber total gerne schaue. Und zwar ist es die liebe Astrid vom Kanal Beauty Over Age. Die finde ich so, so toll. Die macht Beauty-Videos für Mädchen, die keine 19 mehr sind. Und ich finde, sie ist eine ganz tolle Frau und zeigt es richtig, richtig gut. Ich verlinke ihren Kanal mal in die Infobox, weil ich bin echt ein Riesenfan von ihr. Ja, und was ich jetzt schon gemerkt habe, ich bin jetzt erst 30, aber was auch mir immer wieder auffällt, wenn ich mich zu stark schminke, dann sehe ich einfach älter aus. Also ich glaube, je älter man wird, umso weniger Gas muss man geben. Also um natürlich und fresh auszusehen, nicht so ein extremes Make-up machen, weil das macht doch oft älter. Also das habe ich jetzt schon festgestellt. Dann fragt die liebe Olbies Bloggerplace: Mich würde sehr interessieren, mit wie vielen Jahren du angefangen hast, dich mit Kosmetik zu beschäftigen und zu lieben.
Ja, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Also so mit Schminken, naja, so mit 13, 14, da klaut man mal irgendwie von der Mutter so die Mascara und schmiert sich die irgendwie halbherzig ins Gesicht. Aber so richtig mit Schminken angefangen, ich glaube, da war ich schon älter. Also dass ich so ernsthaft mich geschminkt habe, außer so Mascara oder sowas. Da war ich, glaube ich, schon so 19, 20. Ja, ich war ein Spätzünder, was das angeht. Also auf jeden Fall erst später und dann ist es über die Jahre einfach immer mehr geworden. Und dann hat man ja auch irgendwann mal ein bisschen mehr Geld. Ich meine, so in der Schule hat mir auch kein Geld, sich da irgendwelche teure Kosmetik zu kaufen. Und dann sammelt man das so und dann ist das irgendwie immer mehr zu meiner Leidenschaft geworden. Die liebe Claudia L. schreibt, was ist zurzeit dein größter Wunsch? Ja, auch schwierig, denn auch das kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig beantworten. Also ich habe jetzt nicht so für mein Leben so einen krassen Wunsch, wo ich sage, oh wow, das möchte ich mir unbedingt irgendwann mal erfüllen. Also einerseits total krass, gell, dass man keine Wünsche hat, so, aber auf der anderen Seite ja auch wieder gut. Also ich bin wirklich wunschlos glücklich, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Also wenn ich einen Wunsch hätte, ich glaube, dann würde ich mir einfach wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Jennifer Zellmer fragt, was sind deine absoluten Lieblingsläden? Ja, habe ich ja gerade schon beantwortet, also ich liebe Forever 21 und H&M. Wenn ich in die Stadt gehe, da gehe ich auf jeden Fall immer rein in diese beiden Läden. Wenn wir einen Primark hätten, würde ich auch da natürlich auf jeden Fall reingehen. Haben wir aber nicht in München, aber finde ich auch cool. Und du wohnst in München? Ja, das ist richtig. Bist du gebürtige Münchnerin? Nein, das bin ich nicht. Manche hatten nämlich auch geschrieben, ob ich einen Akzent habe. Ah ja, liebe Freunde, der einzige Akzent, den ich habe, ist eigentlich hessisch. Ne? Also das könnte das Einzige sein, was ihr da raushört. Ich kann natürlich auch Hochdeutsch reden. Mein Bayerisch lässt nach 10 Jahren in München immer noch zu wünschen übrig, aber ich komme ursprünglich eigentlich aus Hesse. Die Oskarina Hernandez fragt mich, würdest du dir irgendwann mal die Haare färben? Mein Vorschlag wäre ja Metallic. Oskarina. Metallic. Also würde ich mal meine Haare färben? Meine Haare sind ja gefärbt. Jetzt gerade ja wieder ein bisschen dunkler. Ich hatte ja vorher hier so dieses leichte Ombre irgendwie drin und da hatte ich jetzt keine Lust mehr drauf. Jetzt habe ich dunkler drüber gefärbt. Also sie sind immer so ein bisschen gefärbt, aber natürlich alles in meinem Naturfarbton. Ich würde schon gern mal, also ich würde auch gern mal wissen, wie ich mit blonden Haaren aussehe. Das würde mich sehr interessieren, aber ich würde es niemals tun, weil ich glaube, meine Haare würden es mir nicht verzeihen und sie würden mir einfach so ausfallen, weil sie schon dieses Ombre irgendwie nicht gut verkraftet haben. Ja, also ich würde gerne, aber ich glaube, ich traue mich nicht so richtig. Dann die ME schreibt mir, bist du mit dir selbst zufrieden und was ist dein Lieblingsspruch, was das Leben betrifft? Meine lautet, denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast. Also bin ich mit mir selber zufrieden? Ja, eigentlich schon. Also das ist immer eine schwierige Frage, ne? Da kannst du ja nur verlieren, wenn du darauf antwortest. Wenn du sagst, ja, sagen alle, oh, du bist voll arrogant. Und wenn du sagst, nee, dann sagen alle, hör auf rumzuheulen. Aber ja, ich bin schon mit mir zufrieden. Natürlich finde ich nicht alles perfekt irgendwie. Das versteht sich von selbst. Wäre es schon perfekt? Perfekt ist langweilig, ganz ehrlich. Ich bin mit mir zufrieden. Ja, ich mache alles so, wie ich das für richtig halte. Und deshalb bin ich auch damit zufrieden, logischerweise. Ein Lieblingsspruch, was das Leben betrifft, habe ich leider gar nicht, aber ich finde ehrlich gesagt deinen Spruch sehr, sehr schön. Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast. Also das finde ich einen sehr schönen Spruch und das könnte auf jeden Fall auch mein Motto sein. Vielleicht wird das jetzt mein neues Motto, weil das ist, glaube ich, oft das Problem, dass man immer nur sieht, was die anderen haben und bei den anderen ist alles besser. Das ist Quatsch. Jeder hat Probleme, jeder hat Sachen, die gut sind. Man muss nur die guten Sachen im Leben auch erkennen. Die Andrea fragt, oh, die hat ganz viele Fragen. Hast du Kinder oder sind welche in Planung? Nein, ich habe keine Kinder und es sind auch keine in Planung. Also, das haben mich auch sehr viele gefragt, ob ich mir Familie wünsche, ob ich Familie plane. Ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe noch nie wirklich so einen Kinderwunsch gehabt. Mein Freund auch nicht. Ja, jetzt bin ich schon 30. Die Leute sagen ja immer, das kommt noch, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt mit 30 noch kommt. Also irgendwie in meinem Leben ist es auch schwierig, ganz ehrlich, mit unseren Jobs. Wir sind viel unterwegs und nicht so oft zu Hause. Und gut, ich meine, das sind alles Ausreden, ne? Wenn man sich Kinder wünscht, dann kann man das immer irgendwie möglich machen. Aber ich habe diesen Wunsch nicht. Also man weiß nie, was im Leben passiert, aber geplant habe ich es nicht. Welche Eigenschaften findest du an anderen Menschen faszinierend, möchte sie auch noch wissen. Ja, was ich total gern mag an anderen Menschen, einfach Leute, die eine eigene Meinung haben und die irgendwie einzigartig sind. Also ich mag auch Leute total gern, die irgendwie so voll schräg sind, wo jeder sagt so, was ist das denn irgendwie? Leute, die sich schräg anziehen, die irgendwelche komischen Macken haben. Das finde ich total cool, das finde ich total sympathisch und einfach Leute, denen es total egal ist, was andere Leute denken. Das mag ich an Menschen, die einfach ehrlich sind, direkt sind, egal ob es weh tut oder nicht. Also sowas schätze ich sehr als anderen Menschen. Dann fragt sie noch, welche schlechten Angewohnheiten hast du? Oh ja, ich habe natürlich keine schlechten Angewohnheiten. Ich bin perfekt.
Natürlich nicht. Natürlich habe ich sehr viele schlechte Angewohnheiten. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Also ich bin sehr impulsiv, positiv als auch negativ. Also ich kann mich halt echt monstermäßig über irgendwelche Sachen freuen, wie so eine Verrückte, wo andere Leute sagen so, hey, was geht denn ab mit dir? Und ich kann mich halt auch mega in Sachen reinsteigern. Also wenn mich irgendwas aufregt, hey, dann geht's halt richtig ab. Dann wollt ihr, glaube ich, nicht in der Nähe sein. Was willst du machen, ne? Ich bin halt einfach ein impulsiver Mensch. Also das finde ich jetzt an sich auch nicht so schlimm, aber ich glaube, das ist schon was, das andere Leute manchmal ein bisschen nervt und was schon echt irgendwie auch anstrengend sein kann. Die Christiane Roth fragt, ob ich mal ein Video machen könnte, wie ich meine Nägel pflege. Ja, das kann ich natürlich sehr, sehr gerne machen. Also gebt mir gerne ein Däumchen nach oben oder lasst es mich in den Kommentaren wissen, ob ihr da Bock drauf habt. Natürlich kann ich gerne mal meine Nagelroutine für euch filmen. Die Belgian Ticke fragt, auch da bin ich wieder nicht sicher, meine Liebe, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Hast du einen Freund? Ja, habe ich. Wenn ja, könntest du mal den Boyfriend-Tag drehen? Ja, das wäre sehr lustig, ich weiß. Das würde mir auch gefallen, aber leider möchte der nicht so gerne vor die Kamera und das muss man halt auch akzeptieren, ne? Man kann ja jetzt auch nicht Leute gegen ihren Willen hier vor die Kamera zerren. Also, ich glaube eher nicht, dass ich das in nächster Zeit machen werde. Die Laylay Franny Dixon fragt, meine Lieblings wie gesagt, habe ich nicht so wirklich. Haustiere hätte ich total gern. Ich hätte total gern einen Hund, aber ich habe echt einfach keine Zeit dafür. Deshalb wird das leider nichts werden. Mein Lieblingsessen ist auch sehr schwer zu beantworten. Ich liebe ja generell Essen. Aber wenn ich eins aussuchen müsste, was ich für den Rest meines Lebens essen müsste, dann wäre das, glaube ich, Lasagne. Ich liebe Lasagne und könnte das, glaube ich, immer essen. Und alles so mit Meeresfrüchte und so, das esse ich auch total gerne. Mein Lieblingskosmetikprodukt habe ich nicht so richtig. Ich habe viele Kosmetikprodukte, die ich sehr gerne mag, aber also ein spezielles könnte ich mich, glaube ich, gar nicht entscheiden. So, die Maximiliane Gräser fragt, ob ich auch manchmal Pickelchen oder ähnliches habe und wie ich die bekämpfe bzw. abdecke oder ob ich das Privileg einer tollen Haut habe. Natürlich habe ich auch Pickel, hallo, wie jeder normale Mensch. Besonders einmal im Monat, wenn ihr wisst schon, ne, dann geht es nämlich hier pickelmäßig richtig ab. Ja, was willst du machen, ne? Dann decke ich die halt ab mit ein bisschen Concealer, aber wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss und schmink mich dann halt einfach gar nicht und lass die Haut einfach atmen. Also ich kann euch gerne mal so eine Hautpflegeroutine auch drehen, wenn euch das interessiert, aber generell muss ich schon ehrlich sagen, ich habe nicht so Probleme mit unreiner Haut. Also so Pickelchen und so habe ich echt ziemlich selten. Deshalb kann ich da leider nicht so viel dazu sagen. Ja, es ist einfach Veranlagungssache, ne? Was willst du machen? Die Valix Lulux fragt mich, welches ist mein Lieblingsconcealer? Na, der Pro Longwear Concealer natürlich. Die große Liebe schon seit Jahren. Könntest du mal ein Video machen, wo du Primark oder KIK Kosmetik testest? Das ist eigentlich auch eine coole Idee. Das könnte ich mal machen. Also von Primark habe ich schon Kosmetik probiert, von KIK noch nicht. Why not? Gute Idee. Oh, die Belle Großmann hat auch noch eine coole Frage, wie ich finde. Würdest du dich jemals einer Schönheits-OP unterziehen? Und wenn ja, was würdest du machen lassen? Ja, also ich habe jetzt keine Schönheits-OP geplant im Moment. Und ich hatte auch noch keine. Das Einzige, was ich halt machen lassen habe, hier meine Zähne, meine Veneers. Aber das zählt jetzt nicht als Schönheits-OP, ne? Aber ich bin der letzte Mensch, der irgendwas gegen Schönheits-OPs sagt. Ich finde es halt nicht gut, wenn man sich da irgendwie was einreden lässt und jetzt denkt so, oh, ich muss das jetzt machen aus irgendwelchen Gründen. Das finde ich blöd. Aber wenn man das wirklich will und wirklich unglücklich ist, also dann soll das jeder machen. Ich wollte früher immer, als ich noch jünger war, wollte ich immer meine Brüste vergrößern lassen. Weil ich immer gedacht habe, so, oh ja, ich brauche irgendwie größere Brüste und so. Ja, aber mich schreckt halt auch so eine OP irgendwie total ab. Das ist schon mal das Erste. Ja, und so wichtig, ehrlich gesagt, war es mir dann auch nicht, dass ich es hätte machen lassen. Also, deshalb war es mir dann auch irgendwie egal. Und ich habe es doch nicht machen lassen. Aber ich finde es vollkommen okay, wenn das jemand macht. Also, ich würde da niemals nie sagen. Die Patricia Müller fragt, wurdest du schon mal von Freunden enttäuscht? Wie gehst du damit um? Oder würdest du damit umgehen? Was ist dir besonders wichtig in einer Freundschaft? Ja, besonders wichtig ist mir einfach, dasselbe gilt eigentlich auch für Partnerschaften als auch für Freundschaften. Ehrlichkeit, dass es Spaß macht. Also, auf so Drama in meinem Leben habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust. Auch nicht bei Freundschaften, nicht in einer Partnerschaft. Ich finde das dazu da, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass es Spaß macht. Das ist irgendwie das Wichtigste. Wurde ich schon mal von Freunden enttäuscht? Natürlich wurde ich schon von Menschen enttäuscht. So ist es einfach im Leben. Aber ich bin da mittlerweile relativ rigoros geworden, was das angeht. Da habe ich festgestellt, das ist für mich einfach der beste Weg. Also Leute, die mich negativ beeinflussen, die mir nicht gut tun, die einfach nicht positiv sind und mich nicht unterstützen und mir irgendwie schaden in meinem Leben. Die sind dann einfach nicht mehr in meinem Leben, ja? Also so knallhart muss ich das leider sagen. Die Dani Sahne fragt, da ich gerade das Tattoo in deiner Hand gesehen habe, was für Tattoos hast du und was bedeuten sie? Ich habe ja ein Video dazu gemacht, zu meinen Tattoos. Das verlinke ich euch gerne mal in die Infobox. Also hier an der Hand übrigens ist so eine kleine Schleife.
Die meisten meiner Tattoos bedeuten gar nichts. Ich sag's euch ganz ehrlich, schaut euch das Video an, da zeige ich euch die Tattoos, aber so eine tolle Geschichte habe ich leider nicht dazu. Find sie einfach schön. Sehr Schnabel, auch eine coole Frage. Würdest du deinen Beruf aufgeben, wenn du ganz, ganz viele Abonnenten hättest und YouTube zu deinem Beruf machst? Ja gut, die Frage stellt sich ja jetzt gerade irgendwie noch nicht mit 2000 Abonnenten. Also da wird es ein bisschen knapp mit dem Geld, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt gut, jetzt ist natürlich YouTube zu meinem normalen Job, den ich habe, jetzt auch nicht so unbedingt irgendwie anders. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist ja beides irgendwie artverwandt, so mit Filmen und Kram. Also ich glaube, ich würde meinen normalen Job, ich mache meinen normalen Job auch sehr gerne, also sonst hätte ich ihn mir nicht ausgesucht. Ich glaube, ich würde den nie ganz aufgeben. Also ich würde vielleicht dann mal ein bisschen weniger arbeiten. Aber meinen Job jetzt aufgeben, also erstmal glaube ich eher nicht. Die Victoria Aitrashova, sprich mal das so aus, ich hoffe, fragt, wie hast du deinen Partner kennengelernt? Ja, wie soll es anders sein, ne? Mein Freund ist der Kameramann und wo haben wir uns kennengelernt? Beim Job natürlich. Ich meine, man kommt ja da nicht raus, ne? Man sieht ja keine anderen Leute, deshalb. So war das. Die Nadia Ai fragt, meine Frage an dich wäre, machst du irgendwann mal ein Fan-Treffen? Würde mich sehr freuen. Oh, das ist aber sehr süß von dir und das hat mir noch irgendwie jemand geschrieben. Aber das finde ich total abgefahren. Also ich finde schon dieses Wort so crazy, Fan-Treffen. Ihr seid doch nicht meine Fans. Ihr seid doch so meine Buddies, wisst ihr. Also das finde ich total seltsam, so dass ihr mich treffen wollt und irgendwie so Fans. Also das klingt so, als wäre ich irgendwie, weiß ich nicht, irgend so ein Promi bin ich doch nicht. Ich bin doch nur eine komische Alte, die sich hier bei YouTube hinsetzt und irgendeinen Unsinn erzählt. Also ich freue mich natürlich total darüber, also versteht mich nicht falsch, aber es ist ein bisschen befremdlich. So, ich kann das gar nicht glauben. Wollt ihr mich wirklich treffen? Also wenn das natürlich, wenn ihr das wollt, dann können wir das natürlich irgendwann mal machen. Also why not? JMS fragt, was ist das Erste, was du morgens denkst, wenn du in den Spiegel schaust? Bist du zufrieden mit dem Hier und Jetzt? Also wie gesagt, ja, ich bin mit dem Hier und Jetzt total zufrieden. Was denke ich als Erstes, wenn ich morgen in den Spiegel schaue? Müde, denke ich, und Kaffee, denke ich als Erstes. Aber ich glaube, du meinst eher so, ja, ob ich mich schön finde, oder? Ob ich damit zufrieden bin. Ja, logischerweise finde ich mich nicht schön, wenn ich irgendwie nach 3 Stunden Schlaf aus dem Bett gekrochen bin. Wäre es da schon schön, aber ich denke jetzt auch nicht so, oh Gott, siehst du scheiße aus. Ich denke eigentlich, ehrlich gesagt, meistens überhaupt nichts, außer Kaffee. Simple Helen fragt, ich spiele mit dem Gedanken, auch einen YouTube-Kanal zu machen. Meine Frage, wie hast du dich entschlossen, einen Kanal zu machen? Hast du vielleicht ein paar Tipps für mich? Das haben auch wieder gefragt, warum habe ich mit YouTube angefangen? Ja, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Also wahrscheinlich wie die meisten, die YouTube machen. Ich habe immer total gerne YouTube-Videos geschaut und Blogs gelesen und wollte immer gerne so einen klassischen Blog haben, weil ich auch total gerne schreibe. Keine Ahnung, vielleicht mache ich das irgendwann noch, aber ich bin leider nicht in der Lage, mir so einen Blog zu programmieren. Deshalb dachte ich irgendwann, ja, mache ich halt mal YouTube, weil das ist irgendwie easy und das kriege ich vielleicht gerade noch hin, da so ein Video zu schneiden. Ja, Tipps, das ist natürlich schwierig. Ich bin selber noch so neu auf YouTube, aber einfach sei einfach so, wie du bist, ne? Was anderes bleibt dir eh nicht übrig, also ganz ehrlich. Einfach nicht drüber nachdenken, dass das irgendwie Leute sich anschauen. Also ich denke da gar nicht drüber nach, ich setze mir einfach hier hin in mein Kabuff hier und rede einfach ein bisschen und ja, Leute werden das gut finden, was man macht und es werden auch Leute schlecht finden, was man macht. So ist es halt einfach, da darf man gar nicht drüber nachdenken und einfach mal selber sein und dann werden die Leute das vielleicht auch mögen. Ja, klar, warum nicht? Rickett fragt, was ich beim Fernsehen mache, habe ich ja schon gesagt und ob ich mir das Nähen selbst beigebracht habe, habe ich tatsächlich, ja. Ich habe das früher immer verweigert. Man wollte es mir in der Schule beibringen, meine Mutter wollte es mir beibringen, meine Oma. Ich habe es immer verweigert. Ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Und irgendwann hatte ich dann doch Bock drauf später. Und dann musste ich mir das alles selber beibringen. Und wie habe ich es gelernt? Natürlich mit YouTube-Tutorials. Die habe ich mir alle reingezogen. Und mit viel, viel Übung. Aber ja, das habe ich mir selber beigebracht. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte weitgehend alle eure Fragen beantworten. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann ein Spezial-Question-and-Answer nur zu diesem Abnehmthema. Da schreibt ihr mir ja immer ganz fleißig. Also da freue ich mich natürlich nach wie vor auch immer sehr über eure E-Mails und versuche die dann auch gleich zu beantworten. Ja, und ich hoffe, dass euch das gefallen hat und bedanke mich nochmal total bei euch für eure lieben, lieben Glückwünsche, für eure Unterstützung. Heute sind wir schon 2400, das geht ja ab hier. Ich bin total begeistert, dass ihr auch immer so fleißig mit dabei seid und dass ihr so, so lieb und so, so süß seid. Also das flasht mich echt immer irgendwie, das habe ich gar nicht erwartet, dass ihr alle so nett zu mir seid. Und denkt dran, in der Infobox vorbeischauen, ob ihr hier die Make-Up Revolution Produkte gewonnen habt. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich das ganz bald an die glückliche Gewinnerin rausschicken kann. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und bis ganz bald. Ciao, ciao.